Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet. In diesem Video geht es einmal um den BMW-Quatsch. Doch, es geht um meinen BMW auf der Nordschleife und wie fährt man richtig bei Trockenheit. Ja, genau. Also, wenn euch das Ganze einmal interessiert hat, wie man vernünftig auf der Nordschleife fährt, und zwar bei Trockenheit, wo sind die geheimen Tücken, wo sind die schwierigen Stellen, das werdet ihr einmal in dem folgenden Video sehen. Aber da muss ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Und zwar, wenn ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid und ein BMW fahrt oder mal auf die Nordschleife fahren wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da, kommentiert und abonniert. Aber abonnieren und liken ist am wichtigsten. Und kommentieren auch. Macht alles. Komplettes Programm. Ich habe nämlich ein Video gemacht darüber, wie man nämlich die Angst auf der Nordschleife verlieren kann. Und zwar kennt ihr jeder von euch die Crash-Videos von der Nordschleife, und auf der Nordschleife ist kein Platz für Fehler. Ein Fehler, zack, Planke. Also das geht ruckzuck. Und da muss man sehr bedacht sein, sehr bedacht fahren, aber auch die Strecke kennen. Aber wie lernt man die Strecke am besten kennen? Woher weiß man, wo die extrem wichtigen Tücken sind? Und wenn ihr nicht so eine erste Runde absolvieren wollt, wie es bei mir der Fall war, und wenn ihr wissen wollt, wie meine erste Runde war, schaut auf jeden Fall das Video an. Ich glaube hier, schaut euch das Video an. Und in dem Video könnt ihr auch dabei noch lernen, wie ihr eure Angst vor der ersten Runde verliert und wie ihr mit mehr Sicherheit und mit mehr Vorbereitung die erste Runde startet. Und die Angst wird sehr, sehr, sehr weit zurückgehen, dass ihr schon fast entspannt eine Runde die erste Runde dreht und gar nicht so viel euch in die Hose machen müsst, wie ihr eigentlich dachtet, obwohl genug Adrenalin und Party bei euch im Auto sein wird. Glaubt mir das, das wird funktionieren. Aber wenn du das Video schon gesehen hast und willst jetzt wissen, yo, Marc, wie fahre ich jetzt meine nice Runde bei Trockenheit, dann kommt dieses Video für euch. Das ist auf jeden Fall echt sehr nice. Und zwar an der Stelle auch ganz, ganz großes Danke an Alex. Wer ist Alex? Alex hat einen YouTube-Kanal und der heißt Sarkan The Ring. Und zwar den verlinke ich einmal hier unten und blende ich auch einmal ein. Er macht viele geile Projekte über BMWs und verschiedene Autos, stellt Autos vor, baut Autos um, macht Wartungen, Instandsetzungen und fährt auch auf der Nordschleife. Sehr, sehr, sehr cooler Kanal, sehr wertvoller und sehr technisch versierter Content. Echt gut. Der Mann hat auch Ahnung. Alex fährt seit 20 Jahren auf dem Ring, sage er noch nicht ganz 20 Jahre, aber die beiden habe ich am Nürburgring kennengelernt. Und zwar, ich glaube, als ich das erste Mal da war, nach meiner dritten Runde, haben wir so ein Race gehabt, so am Endstück. Und danach sind wir ins Gespräch gekommen und haben uns extrem gut verstanden, haben uns sehr lange unterhalten. Und ja, hat einfach die Chemie gepasst und funktioniert. Und dann ja, habe ich ihn gefragt, ob er denn vielleicht mal irgendwie sich ja, zeigen könnte, wie man denn fährt und so. Das hat er dann damals auch gemacht. Und die erste Runde war auch dann bei Feuchtigkeit. Das seht ihr einmal in dem Video hier, wie man bei Feuchtigkeit richtig auf dem Ring fährt. Aber jetzt war dann die Runde dann bei Trockenheit. Das heißt, nächstes Jahr waren wir wieder da, wir haben nochmal uns getroffen, wir sind zusammen gefahren und waren zu viert im Auto, und dann hat er mir gesagt, hier sind die wichtigen Kurven, so fährt man den Ring richtig bei Trockenheit. Also wie gesagt, das ist ein Fahrer, der seit 20 Jahren auf der Nordschleife unterwegs ist. Er kennt die Strecke echt gut, kann man mal so sagen. Und ihr könnt sonst normalerweise auch Coachings buchen beim Nürburgring, bei Devil's Diner hängt so, ja, hier willst du richtig fahren lernen. Und ja, natürlich kannst du sagen, ja, so kannst du dein Fahren verbessern. Aber wenn du einfach nur die Erfahrung willst und die gefährlichen Ecken kennenlernen willst und keine Ahnung hast außer Computerspiel oder mein Video, dann kannst du hier in diesem Video sehr, sehr, sehr viel darüber lernen, in welchen Ecken und in welchen Schikanen und Nischen du aufpassen musst. Und wie gesagt, das Ganze for free. Alex hat mir gesagt, wie man zu fahren hat, mit einem BMW, mit Ansage und so weiter. Und guckt euch das Video mehrfach an. Die Stimme wird sich im Ohr einprägen, wenn ihr auch die Strecke gelernt habt. Und dann wisst ihr, wann ihr wie wo fahren müsst und worauf ihr achten müsst. Sehr wertvoll, und großen Dank an dieser Stelle auch an Alex. Besucht auch seinen Kanal und lasst ihn auch ein Abo da. Und dann geht's jetzt mit der Nordschleifenrunde los, und zwar Nordschleifenrunde bei Trockenheit. Film ab, viel Spaß und lernt gut. Aber wo fährt denn der? Der ist doch nicht sehr schlecht. Hat er das gemacht? Ich weiß es nicht. Der müsste eigentlich sich hier einordnen. Ne? Oder ist der hier voll gestanden? Ja, der ist da, wo der BMW ist, haben wir geradeaus durchgeführt. Ja, ach so. Geht natürlich schneller. So. Vielleicht das richtige Auto für uns, gell? Ja. Wird schwer. GT3 ist es, gell? Das sind auch brutal, die Dinger. Ne? Ja, ja, die sind auf der Nordschleife, fühlen sich die am wohlsten. Ja. Ja.
da was verändert am Auto? Oder? Nee, nur noch nur im Fahrwerk. Im Fahrwerk, ja, ja. Okay. Ja, aber das reicht eigentlich normalerweise von Anfang auch. Hauptsache im Fahrwerk. Da brauchst du zum Beispiel gar nicht für die Bremse auch nicht runterschalten, das lässt ja alles hier stehen. Du bleibst hier, so wie du es bist, sozusagen, ja, tust so quer rüber, wenn keine da ist. Genau, jetzt schön links, du bleibst lange links außen. Und die jetzt erst spät reinziehen und gleich ab hier wieder Gas geben, jawohl, und raustragen lassen, jawohl. Jetzt bleibst du in dem Gang drin, bis du drüben bist, dann kannst du ein bisschen ausholen nach rechts, wenn du willst. Ja. Und jetzt leicht anbremsen, jawohl. Und jetzt möglichst den zweiten Scheitelpunkt erst erwischen. Ab hier wird jetzt schön mit Gas wieder raustragen lassen. Jawohl. Genau. Jetzt musst du irgendwann im vierten Gang einschalten, weil ab dem Schild da drüben, wenn keiner da ist, müsstest du. Kommt deiner, oder? Ja. Ja. Da müsstest du dich von da reintragen lassen. Hier ziemlich nah in die Curb ja hier. Genau, da wo ihr anbremst, ungefähr auch hier auf die Bremse. Zeitenangabe, das ist eine Stunde vor. Ja, das ist gleich so. Aber 7 Uhr jetzt, genau. Ja, genau, so ist schön. Geradeaus durch. Jetzt kurz anbremsen wieder hier. Man kann über den Körper rüberfahren, muss man aber nicht. Also manche fahren rüber. Hier wieder raustragen lassen weit und dann wieder schön mit Gas links übertragen lassen zum Schild rüber, auf die 3 hin. Hier anbremsen und spät wieder Gas geben, nicht zu früh. Das war schon zu früh. Viel, okay. Du fliegst mich jetzt hier drüben ab. Hier drüber, ja. Ja, genau. Viel später wieder Gas geben. Okay. Rübergeschwebt, ja, der 190er. Den habe ich auch gestern am Gründchen gesehen, der fährt echt hart rein. Ja, ja. Deswegen heißt der Flugplatz hier, weil das Auto wirklich dann hier am Fliegen ist, schon fast hier an der Stelle. Das kannst du jetzt alles vollfahren hier. Das haben sie jetzt alles begradigt. Ja, das ist langsam Hubbel, ne? Ja, aber dafür klappt das alles weg. So, jetzt. Links, noch nicht einlenken, außen bleiben noch und jetzt spät einlenken und den Scheitelpunkt ungefähr ab hier erst wieder suchen und dann wieder ab hier wieder mit Gas raus. Und jetzt möglichst schnell hochschalten, damit du nicht einen kleinen Gang runterfährst hier. Genau, dann einfach hier geradeaus durch, mehr oder weniger von links nach rechts immer durchhüpfen. So ein bisschen nach rechts ausholen hier und dann in die Senke runter und dann auch oft dann an der Stelle. Also hier mal den liegen lassen? Ja, geradeaus hin, wenn es frei ist, also geradeaus rüber und dann ganz nah an den Körb hinten rein, genau. Und ab hier wieder kurz Gas, kurz zum Gas nochmal runter und den Körb hier suchen und dann wieder Gas raus. Du kannst sogar auf den Körb rauffahren, wenn es wenn du willst. Der übt auch gerade, siehst du. Ja. Man kennt dann so die Ecken schon so ein bisschen mit der Zeit. Ne? Ja. Auch da, wo viele Leute stehen. Weiß man auch. da geht gerne was. Das stimmt, ja. Was jetzt? So, jetzt kannst du außen vorbeifahren, genau. Bleibst du so, genau. Und ab jetzt gleich, jetzt kannst du wieder Gas geben. Genau. Das ist Schmied hinter uns. Ach, was ist jetzt noch ja, da? Ja. Ach, ja, der Hund, ja, ja. Jetzt nochmal tun blockieren. Da ist er. Aber ich weiß nicht, ob er selber fährt. Aber den habe ich eben gesehen. Jetzt coach mich, dass ich dran bin. Ja, 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 auf jeden Fall. Dran, auf jeden Fall. Wo ist er denn überhaupt? Der vor uns. Der aber vor allem vor. Der fährt Fokus. Ja, ja. Ich dachte, der fährt vor der Dingste hier. Ja, der traut ihm, geht hier nicht drauf. Ja, das stimmt.
Und ich war immer auf dem Ford GT. Aber siehst du, der kennt die Strecke auch nicht. Das war der? Ja, ja. Ja, jetzt wartet er auf uns schon. Meint ist aber der Just, der auf uns wartet. Ja, ich weiß nicht, ob der. Ich glaube, dass der runterfährt, ja. Jetzt links dann vorbei, genau. So ist es. Und jetzt kannst du nach links ausholen, nach links rüber. Mal gucken. Ja. Schlecht. Und jetzt wieder voll drauf. Ach, nach Kupplung bei dem. Ja, finde ich auch. Ich glaube, dass der ein Problem hat, ja. Ja. So, und hier haben wir auch nochmal erlebt, ne? Ja. Auf der Rennstrecke, oder? Ja, mit Schmier, also auch geil, ne? Achso, ja, mit ihm. Ja, aber schade, dass er den GT nicht fährt. Vorher hat er den GT dabei gehabt. Ja. Das kannst du auch schön nach ranfahren, wieder raustragen lassen hier. Und jetzt musst du lange links bleiben, wenn kein Auto hinter dir ist. Ja. Ganz lange außen bleiben, bis zum weißen Schild, sogar noch an dem Schild vorbei. Ja. Und da siehst du den weißen Punkt hier, ab hier erst spät einlenken und die Scheide ganz weit hinten suchen. Ab hier wieder Gas. Und dann wirklich komplett wieder raus. Also da musst du wirklich ganz lange auf der linken Seite bleiben an der Stelle. Das sage ich nur, ich dachte, wie lange denn noch? Ja, man meint, man will immer gleich in die Kurve rein, aber wenn du zu früh reinlenkst, kommst du nachher nicht mehr rum. Das geht jetzt alles voll, musst du möglichst innen links bleiben, dann kannst du alles schön voll durchfahren. Wenn kein Auto kommt, sonst musst du durch rechts rüber. Das ist jetzt ganz angenehm, ja? Also jetzt ist nicht so viel im Nacken bei mir. Ja, ja, genau, jetzt sind die meisten weg, genau. Und da musst du auch wieder ganz nah an den Körper ran, kannst du auch wieder schön voll durchfahren hier. Ja. Die Stelle ist nur bei Nässe ganz gefährlich, also bei Trockenheit passiert ja relativ wenig. Oder echt heftige Geschwindigkeiten auf der Stelle. Hier auch wieder nach rechts nach innen ziehen. Und jetzt kommt die Mutkurve da vorne. Also nicht die hier, sondern die danach. Da reicht es teilweise, wenn du nur leicht anbremst, ganz kurz. Reicht schon viel zu viel. Ja. Und ganz nah an den Körper ran und gleich wieder Abkörper wieder raustragen lassen. Mit richtig viel Schwung. Bis zu den Radersteinen ungefähr hier circa. Ja. Du kannst sogar auf die Steine drauf fahren, aber dann weiter nicht mehr. Das bist du dann allein. Du musst auch ja nicht auf den Körper drauf kommen hier, dann fliegst du da wirklich in die Leitplanke rein. So, und jetzt bleibst du weiter links, du musst anbremsen und runterschalten in den, was hast du jetzt? Der dritte passt, der passt ja genau. Innen bleiben und jetzt mit Schwung wieder raus, wenn frei ist. Rüber. Da musst du aufpassen, du, nicht, dass der auf einmal vor uns liegt. Ja. Und der merkt es noch nicht mal, gell? Jetzt ist ja auch letztes Jahr ein 3 abgeschossen, weil er zu früh Gas gegeben hat. Der hat es wahrscheinlich um sich selber gedreht. Ja, ja. Ein bisschen zu früh aufs Gas, wenn die Lenkung noch ein bisschen quer ist. Ja. Ist ein bisschen schon weg. Hier kannst du schön von da ganz nah an den Körper ran und gleich wieder mit Gas raus wieder. Genau, raustragen lassen. Das ist eine Biene Meile. Unfassbar laut, die Dinger. Ami, alles gut bei dir? Ja. Das ist schön. Jetzt lang außen bleiben, dann wieder nach innen ziehen hier an den Körper. Ziemlich spät wieder suchen, genau. Ja. Und jetzt wieder schön zum nächsten Körper anpeilen, nach links wieder rüber. Nach links ausholen auch, links bleiben. Und jetzt wieder spät einlenken, zu dem späteren Scheitelpunkt hier drüben. Ja, ne? Genau, dann wieder kurz vom Gas runter. Wieder späten Scheitelpunkt suchen, ungefähr wo der Curbs sind hier. Ja. Und dann wieder ab spät suchen, ab hier wieder. Und dann wieder durch, ja. Voll durch. Ja. Dann bleibst du lange links außen, bremst jetzt kurz leicht an und wieder ganz nah ran. Und jetzt musst du blind aufmachen, die Lenkung, wenn keiner da ist. Ja. Genau, bis hier rüber. Perfekt. Und jetzt kannst du gleich innen ein bisschen bleiben, kurz anbremsen. Du musst nicht raustragen lassen, weil das machen viele falsch, sondern wirklich möglichst, wenn es frei ist, innen bleiben. Genau. Und dann wieder. Genau, den Scheitelpunkt spät hier suchen und da kannst du sogar theoretisch wieder ganz weit links überfahren. Aber leider ist natürlich überall Verkehr, gell? Alle reingezogen, ja. Sieht man sich doch direkt an vor die Nase. Ja. Sieht man ja oft genug, wenn man im Brötchen steht, dass sie direkt an vor die Nase sicher. Packen. Ja. Und das ist die Eiskurve, da musst du auch wirklich ganz nah ran, wenn es frei ist und eng fahren die Kurve. Und du siehst, es geht hier sonst hier raus. Geradeaus, ja. Jetzt ist eine ganze Horde gekommen auf einmal. Ja. Alter, der ist flott. Und da musst du auch ganz nah in den Körper innen reinfahren, ja nichts herschenken, damit du da nicht in die Wiese rauskommst. Jetzt kurz, gleich einmal ganz kurz leicht anbremsen und zack, das reicht schon. Also am besten vor dem Sprung kannst du, wenn du schnell bist, vor dem Sprung ganz kurz bremsen, springen und nach dem Sprung nochmal ganz kurz bremsen. Wahnsinn, das ist so
so geil, dass du hier so hilfst. Jetzt kannst du gleich hoch, diesen Gang hochschalten, sonst wirst du nämlich ein bisschen schneller hier. Ja. Jetzt musst du lang links bleiben, ganz lang links, ungefähr ab hier der Ende. Jetzt lenkst du rechts rüber, in die, wo du nicht siehst. Und jetzt machst du jetzt die Lenkung auf links rüber. Siehst du, also. Das siehst du vorher nicht. Und jetzt wieder nicht zu nah in den Körper rankommen, ja, und einfach übertragen lassen. Genau. Bleibst du hier geradeaus hinbremsen, also wenn es frei ist, bleibst du lang außen und tust davon außen nach innen reinlenken. Genau, und jetzt gleich wieder lang außen bleiben, spät einlenken, Scheitelpunkt spät suchen und jetzt wieder Gas raus. Genau, wieder Gas raus. Und hier auch wieder lange außen bleiben, genau wie er, und dann schön hoch. Das ist ein schweres Drumgabel. Ich habe richtig Leistung, die Dinger. Ja, ja, klar. Ja, ja, so, also Kompressor, aber 75, richtig gut. Aber da siehst du halt richtig, wie das Ding. Ja. Genau, wie ihr ganz lang außen bleiben, ganz lang außen bleiben, jetzt spät einlenken zum Körbchen und ab hier sofort wieder Gas und raus. Also wirklich Richtung links wieder rübertragen und lange außen bleiben. Und wenn der Körb hier kommt, jetzt lenkst du zum Körb hin, ab hier wieder Gas geben. Und dann lässt dich wieder zack rübertragen. Und das war schon die letzte Kurve. Ah, okay, kein Wunder. Willst du eine Runde fahren, oder?